Ninja Warrior Switzerland wird präsentiert von Seat mit dem neuen Arona. Do your thing. BWT, bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT, Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness und Ochsner Sport. Das ist die härteste Show der Schweiz. Und diese Show sorgt für Begeisterung. Oh! Emotionen. Hey, ihr könnt ausrasten. Umstrittene Entscheidungen. Richtige Entscheidung von unserem Schiedsrichter. Fehltritte. Überraschende Wendungen. Was? Und dankbare Momente. Danke an die ganze Schweiz. Letzte Chance, um sich für das große Finale zu qualifizieren. Und diese 32 Athleten versuchen sie zu nutzen. Lass knacken! Heide Getreide. Vollgeladen mit Energie. Au! Guck mal! Das Ziel galt für alle das Gleiche. Egal ob alleine oder zu zweit. Entweder der oder ich werden gewinnen. Ganz einfach. Der Mount Midoriyama und das Preisgeld von 100.000 Schweizer Franken. Willkommen zur letzten Show vor dem großen Finale. Das ist Ninja Warrior Switzerland. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Da sind wir wieder mit der krassesten Show der Schweiz. Die Show, die euch zeigt, wo der Muskel seinen Kater holt. Wir sind in der 5. und letzten Vorrundensendung vor dem grossen Finale. Da bei Ninja Switzerland! Unsere Athletinnen und Athleten müssen auch heute wieder über den hammerharten Parcours mit 6 Hindernissen. Und am Ende dieser langen Reise stehen wir dann vielleicht vor ihm, vor dem Mount Midoriyama. Ein Berg, den in Europa bis heute noch niemand konnte bezwingen. Am Seil geht es rauf mit viel Kraft und gegen Zeit. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja einer in der Schweiz. Und dort oben liegen nämlich 100.000 Schweizer Franken parat. Also Chris, ich persönlich tippe ja auf die Handwerker, weil meine Maurer, die können ohne mit den Wimpern zu zucken einfach kiloweise Beton ausleeren. Mein Zimmermann, der kann mit einer Hand einen 15-Kilo-Sack auflupfen. Also, ihr Beruf ist das tägliche Training. Wir zeigen euch jetzt die 32 Athleten, die beim Casting überzeugt haben. Und alle sind sie dabei, vom Küchenchef bis zum Medizinstudent. Aber wer die heutigen Hindernisse am besten einschätzen kann, das wissen wir noch nicht. Und auch der nächste Herr, der hat ganz einen spannenden Beruf. Er ist nämlich Schwarzer Ninja. Im Parkour rein geht es in dieser letzten Vorrunde mit dem altbewährten 5-Sprung. Dabei darf man nie rückwärts gehen und das Wasser nicht berühren. Der Vorranglift bringt einem zu der zweiten Plattform. Im richtigen Moment loslassen, ist dabei matchentscheidend. Im Spinnennetz darf man sich nicht verhangen und berührt werden dürfen nur die roten Plattformen. Beim Steckbrett geht es um die richtige Taktik, die richtige Technik und Griffkraft. Und als Belohnung wartet das Cargonetz. Und dann die schwingenden Stäbe. Auch da hilft gute Griffkraft und viel Technik. Wer anschliessend die 4,25 Meter hohe Wand bezwingt und dann auf den Buzzer haut, der ist mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit in der Finalqualifikation von Ninja Warriors Switzerland. Und die gibt es auch noch in dieser Show. Dort sind es dann 5 neue Hindernisse, wo unsere Athletinnen und Athleten drüber hangeln, fliegen oder balancieren müssen. So, fertig geleuchtet. Ninja Havel, schick uns den ersten Athlet auf die grosse Reise. Das mache ich sehr gern, aber ich brauche eure Unterstützung. Liebe Ninja-Fans, ich höre, ihr könnt jubeln und toben, aber heute machen wir es einmal ein bisschen anders. Also, genau, ganz ruhig und volle Konzentration für unseren ersten Athlet. No, Leo,
unser erster Kandidat auf dem Vorsprung. Jetzt hat er es gepackt! Der Vorsprung ist durch. Der erste Vorsprung ist Show 5 von Ninja Warrior Switzerland. Die Show ist lanciert. Ich werde Ninja Warrior Switzerland wählen, weil ich nicht Asiat bin, sondern weil ich der Asiat bin. Lass sich Zeit, er weiss. Und da mit dem Köpfler rein. Nur zum Spass da reinkommen. Ich wünsche ihm, dass er da durchkommt. Jawohl! Macht das total richtig. Der Vorhanglift muss man so nehmen. Hat das vorher noch nie gesehen. Und geht jetzt das erste Mal drauf und macht alles korrekt. So wie ein Flohgaffe aus Asien. Perfekt, spinnen jetzt sehr gut. Und er rollt sich ab dem letzten Plattform. Er rollt sich ab der letzten Plattform. Er ist wow. Ein Showman. Ich glaube, das kann man sagen, weil das hat er definitiv extra gemacht. Jetzt volle Konzentration. Und geht's. Das ist Steckbrett ins Cargonetz. Und ich glaube, da kommt jetzt seine Stärke. Er ist ein guter Kletterer. Daheim in Sachen Parkour. Und jetzt wollen wir mal schauen. Das ist doch das erste. Ist ein Schwimmer. Das ist er. Aber es ist so, jetzt was machen mit beiden Händen am gleichen. Was macht denn der jetzt da gerade? Das Steckbrett ist immer so das erste Indiz, hat er gute Griffkraft oder nicht. Das wäre jetzt gerade ein der Schluss gewesen von seinem Run, aber den hätte er noch mal auffangen können. Er kämpft. Der kommt ins Cargonetz. Der kommt definitiv. Der kommt ins Cargonetz, ist leicht. 75 Kilo auf 1,81. Ist doch nicht normal, oder? Ja. Also, sieht aber leicht aus. Der holst den Schwung. Ja, den nimmt er. Boom! Uiuiui, mit dem Arm voran durchs Cargonetz. Es gibt schön blaue Möse. Ngokolé. Das hat der Bruce Lee nicht viel anders gemacht, wahrscheinlich. Und jetzt bei diesen schwingenden Stäben. Er war schon ein bisschen am Limit vor ihnen. Wahnsinn. Das heisst, wir hier oben wünschen ihm viel, viel Glück. Schafft es der erste Athlet da jetzt schon zu uns am Buzzer rauf? Das ganze Hallenstadion tobt. Der Ngokolé macht hier etwas, das niemand glauben kann. An den schwingenden Stäben verliert jetzt Schwung. Nein. Doch, er hebt sich noch. Ja, aber look. Nein, nie. Ah, das ist so unglaublich. Aua. Das Totenbeinli. Einfach ein richtig schöner Auftakt heute. Merci vielmals, Ngokolé. Da ist alles perfekt. Er rollt sich ab. Schau mal. Das sieht sehr elegant aus. Jetzt musst du mal schauen, alle im Publikum meinen, das ist doch easy, was der macht. Aber das Steckbrett ins Cargonetz, da sieht man es. Oh. Das hat so richtig in sich. Und hier der längste Griff. Übersäuerung pur. Da blockiert jetzt alles. Und dann kannst du nicht mehr heben. Aus 7 der Patrick Menzi, unser Bankangestellt. Ja, wenn das nur gut geht. Aber ich muss also wirklich sagen, für einen Banker ist er da recht beweglich und offensiv im Parkour. Er hat ganz viele Fenster daheim, strich ganz viele Vorhänge. Das könnte lange. Oi. Du lässt dir das Zeug so, wie es früher war. Schade. Der hat jetzt aber wirklich nicht ins Wasser wollen. Gell? Hat nicht wollen und hat vor allem auch bewiesen, dass er sehr gute Reflexe hat. Also da musst du zuerst auch noch mal machen, dich dort haben. An was hat es gelegen? Er hat genug Schwung. Er lässt spät los. Das zahlt er. Das Hindernis kaputt gemacht. Nein, der hat es verrutscht, Maximilian. Immer die Jungs aus 7. Sind immer die gleichen. Ich heiße Ale, ich wohne in Zürich und bin 26. Ich werde Ninja Warrior, weil ich das beste Verhältnis zwischen Gewicht und Kraft habe. Der Ale Frühe, der David Garrett vom Ninja Sport auf dem Vollsprung. Sehr sicher, souverän. Lässt sich Zeit. Jetzt kommt es erstmal darauf an, ob er Griffkraft und Schwung beherrscht und ob er das nötige Körpergefühl mitnimmt. Ja, Mann! Er lässt das Hindernis richtig leicht aussehen. Wir können uns warm anziehen, weil der Alain, der ist nicht zum Verlieren da angekommen. Sieht nicht nach viel. Nein! Das gibt's gar nicht! Nein! Da kann er es selber nicht glauben! Nein, alle! Der Mann ist eine Buldermaschine, slacklined!
Das müssen da doch helfen. Ich bin sprachlos, das ist ein ganz grosser Favorit von mir, ist jetzt gerade ausgeschieden. Viel zu früh. Alain früh. Da nimmt er den Schwung mit, kommt sauber drüber, reißt jetzt Bein auf, kommt mit dem Schwung locker auf die Matte und dann. Dann. Nein, ich meine, er verpasst sie um etwa 4,5 cm. Er weiss, ein Flüchtigkeitsfehler. Ja, aber das ist nicht mal mehr ein Flüchtigkeitsfehler. Er hat wirklich massiv verpasst. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Mal, die Jungs haben recht. Du siehst tatsächlich ein bisschen aus wie der David Garrett. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Das ist jetzt also ein massiver Unterschied. Der David Garrett spielt Geige und er ist ein Pfeife. Also instrumententechnisch schon nicht so echt beieinander ins Haus sehen. Ich bin Noemi Herren, komme aus Palma, bin 27. Ich bin Rennreiterin, habe früher gut 4 Jahre Rennen geritten. Also in der Zeit, als ich Rennen geritten habe, war ich immer sehr erfolgreich. Eigentlich gesamtschweizerisch mit den Männern und allem eigentlich fast zuoberst. Der Rennsport, der braucht sehr viel Zeit und Energie. Es ist sehr, sehr anstrengend, das kommt dazu. Also du musst, die Ross sind sehr kräftig. Und vor allem ist es natürlich ein Teamsport, also mit dem Ross zusammen. Und das ist etwas Wunderschönes. Und vor allem nachher auch der Speed, den du hast mit dem Ross, das ist einfach unbeschreiblich. Also ich bin eigentlich sehr sportlich allgemein. Früher, als ich natürlich Rennen geritten habe, bin ich immer jeden Tag joggen und bin Velo fahren. Und jetzt, als ich das nicht mehr mache, habe ich einfach sehr viele Hobbys nebenan. Ich tanze gerne, fahre sehr gerne Snowboard im Winter oder im Sommer ein bisschen Wakeboarden. Klettern natürlich, alles, was es so gibt. Ich schätze meine Chancen bei Ninja Warrior ein bisschen geteilt. Weil ich weiss, ich bin sehr klein und das ist nicht gerade so vorteilhaft, zum Beispiel zum Trampen aufzuzäckeln. Aber wenn ich einen guten Tag habe, dann gibt es eigentlich kein Limit für mich. Weil dann bin ich so überzeugt von mir und dann kann ich überall her. Ich werde Ninja Warrior bei Power haben. Noemi Herren aus dem Zürcher Oberland, aus Palma, Rennreiterin, darum bringt sie nur 46 Kilo auf die Waage. Aber ganz ehrlich, auch wenn sie hier am Vorsprung sehr souverän aussieht, am Rand läuft ihre Freundin und der Vater mit. Ich glaube, die haben das Shampoo schon mitgenommen, weil die wird, habe ich das Gefühl, hier einen Taucher machen. Jetzt schon? Ja, jetzt. Nein! Oh, doch. So, wo ist das Shampoo? Da geht sie eigentlich genug Tempo, aber da bremst sie ihren eigenen Schwung ab. Du bist voller Schwung in die Vorhänge rein. Es hätte können langen und doch nicht. Hey, die Jungs meinen, du hättest unbedingt wollen baden, hättest wahrscheinlich Shampoo schon eingepackt. Ist das so? Du hast wahrscheinlich andere Ziele gehabt. Was hast du für Ziel gehabt für heute? Ja, weiterzukommen. Bis ins Finale, bis auf den Mount Midoriyama. Ja, wenn ich jetzt zum Klettern. Das wäre meine Stärke, aber ja noch. Oder was denkst du, du bist der Schatz, ist sie eine Wasserratte? Ja, wir haben noch diskutiert darüber, dass du am Anfang den Schwung mitnehmen musst. Es ist schon cracky, gell? Und du hast ihr dann aus dem Publikum zugerufen? Ja, ich habe es noch gerufen, aber sie hat nicht gehört. Hey. Ich bin Marco Taroni, bin 31 und komme aus Zürich-Seebach. Also ich werde Ninja Warrior, weil ich das Zeug dazu habe, weil ich alles dazu habe. Heide Getreide. Aus Zurigo, der Marco Taroni, 73 Kilo schwer. Er ist ein Maurer und Maurer sind ganz einfach harte Jungs. Vorsprung lockt in sich, brachte jetzt nicht mich wundern, ob er da genug Feingefühl hat. Er greift Huren hoch oben. An der Vorhang lift es gar. Er greift Huren hoch oben. Nein, ich glaube, ich hätte es eh vorbei, aber jetzt dürfen wir es nur noch geniessen. Ja, gut. Nein, du musst nicht mehr anfangen. Ich muss, easy nehmen da, nicht gerade ausrasten. Griff viel zu weit oben, viel zu wenig und dann nachher mit zu wenig Schwung, so oder so.
Ich war neu mit dem Ninja Warrior Switzerland 2018. Hast du Hunger, oder? Was ist extrem, mit dir los? Extrem, extrem. Weißt du, soll sich mandeln? Ich höre neben mir die ganze Zeit. Der Ivan Espejo. Wird der Ninja Warrior Switzerland 2018. Der lässt sich als Hobby von anderen verprügeln, verprügelt aber auch andere bei MMA Mixed Martial Arts. Lass knacken! Ohne Schutz und voll Kontakt. Richtig, hart im Nehmen, hoffentlich auch hart im Gehen. Er greift sich weit unten an dem Vorhang. Schwung. Das ist sehr gut. Schwung hat er und er landet synchron mit beiden Füßen auf dieser Plattform. Da fühlt er sich schon ein bisschen wie ein Sieger. Und das dürfen auch, da ist nicht jeder drüber gekommen heute. Und auch da. Es sieht zwar ein bisschen stabil aus, aber drüber ist er. Aber ich glaube, das kommt vom MMA. Die trainieren das ja, Geschwindigkeit. Und das ist genau das, was man braucht da. Ein bisschen schneller wäre aber gegangen. Jetzt wollen wir mal schauen, was er am Steckbrett macht. Ui, mutig. Bei 1,77 bringt er 79 Kilo auf die Waage. Das ist relativ viel. Jetzt kommt es darauf an, wie viel Griffkraft hat er trainiert bei der Vorbereitung zu Ninja Warrior Switzerland. Oh, das muss so hart sein. Schaut alles in der Beugung. Freunde zu Hause, versucht euch mal am Türrahmen zu heben. Das ist das beste Beispiel. Einfach so mal die Beine aufziehen und am Türrahmen zu hangeln. Er ist immer noch in der Beugung. Immer noch bis zum Schluss von dem Steckbrett. Jetzt kommt der Übergang. Und den packt er. Aber man sieht, die Arme sind nicht mehr ganz so stabil. Nicht mehr ganz so stabil ist eine Untertreibung. Man hat wirklich gesehen, wie es geöffnet hat. Dort hat es einfach total blockiert. Und das dürfen wir jetzt noch einmal anschauen. Souverän. Ja, und da ist halt einfach das Steckbrett. Schau mal, wie der das reißt. Und jetzt kommt der springende Punkt. Da greift er nach und oben öffnet die Hand. Er hat es schon gewusst. Keine Chance. Er hat es gewusst. Und darum war dann der Sturz zum Geniessen gewesen, wahrscheinlich. Ja, Ivan, du bist doch eigentlich optimal vorbereitet. Du bist ein riesen Tier. Du hast diverse Auszeichnungen und Platzierungen schon geholt. Sag noch mal schnell, was machst du alles? Also ich kann mich ziemlich gut bewegen. Aber meine grösste Sorge war Griffkraft. Da sind Kletterer aber schon besser im Vorteil. Du bist nämlich eben Tänzer, genau, unter anderem, aber du machst eben auch Kampfsport, also die Mixed Martial Arts. Könntest du uns je einen Move machen vom Kampfsport und vom Tanzen, dass wir uns das vorstellen können? Ja, natürlich. Ich bin Valentino, bin 25 und komme aus Trieben. Also ich werde Ninja Warrior Switzerland, weil ich allen Leuten werde beweisen draussen, was ein richtiger Bodybuilder eigentlich wirklich getroffen hat, was es für Disziplin braucht und dass wir nicht nur unbeweglich sind und nur Muskelberge sind, sondern wir können auch wirklich etwas, das sind Muskeln, die etwas drauf haben und nicht nur zur Show sind. Das sieht man da das Librilater an, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. So unnütz, das Librilater. Das war ein bisschen wie ein Trampolinpark, oder? Ah! Da haben wir es! So, Valentino. Ja gut, also ich meine, da ein Buddha hinten drauf. Nein, ist kein Buddha. Nochmal. Ist seine. Ja, jetzt sieht es so schlecht. Jetzt verzieht das ganze Shiva ist es. Jetzt sehe ich. Ja, Shiva ist es. Jetzt wollen wir mal schauen, was er da reisst. Er ist mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit da durchs Steckbrett, weil er einen Griff Länge hat, lange Arme und die nutzen da. Und jetzt Schwung. Ja! Yes! Und jetzt habe ich Angst, dass ein Chiba die Liebe gibt, oder dass er in die Führung kommt. Nein, nein. Es hat genau einen Grund, dass der mal im Wasser liegt. Und zwar, dass er sich zu wenig Zeit gehabt hat. Der hat gescheiter einfach die andere Hand nachgezogen. Und wäre dann noch mal entspannt, ein bisschen geschwungen. Und dann ist klar gar nichts. Das wäre viel besser gewesen. Noch einmal ergreift den Vorhang und das war noch sehr, sehr souverän gewesen. Das dürfen wir nicht kommentieren. Sieht etwa aus, wie wenn ich mich ausziehe daheim. Und dann da, schau jetzt.
Warum, Valentino, greifst du mit der anderen Hand nicht auch an den schwingenden Knopf? Ich verstehe es nicht. Das wäre es gewesen. Dann wäre nämlich locker in das Cargonetz über. Aber ja gut, ich meine, wir hier oben können ja erzählen, was wir wollen. Wir haben es ja selber nicht gemacht. Das können wir. Er hat mir Backstage erzählt, oder? Wenn er würde gewinnen, hier bei uns, wenn er die 100'000 Stutz abräumen würde, dann würde er seinem Vater, weißt du, was schenken? Nein, ein neuer Sohn. Nein, ein Parkettboden. Hallo? Ein Parkettboden für 100'000 Franken, der kann mit dem ganzen Geld ganz dringend tapezieren. Mit Parkettboden? Ja. Ich bin der Luca, ich wohne in Winterthur und ich bin 25. 25 aus Winterthur, der Luca Gallmann ist Yogalehrer. Er hat jahrelang seine innere Mitte gesucht, nicht gefunden und das Ganze dann aussen aufgetragen. Weißt du, was er auch nicht gefunden hat? Nein. Seine Unterhose. Okay, als Yogalehrer bringt man die nötige Technik mit. Für den Vorhang. Ich kann mich nicht konzentrieren. So, jetzt drüber. Yes! Oh, yes! Gerade noch so. Luca Gallmann. Das kommt übrigens vom Burlesque. Da klebt man sich zum Teil Körperteil ab. Jetzt ist die Frage, hat der Balance, die innere Mitte, hat er sich ja wie gesagt auf die äußere tätowieren lassen? Ja, ja, ja. Also. Ui, 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 ist das denn wirklich der Fall? Ja, es ist immer noch der Fall. Er hat jetzt einfach das erste Loch verpasst. Ein Kreuzgriff! Das ist doch wieder ein Kreuzli-Stich an der Nähmaschine. Der hat sich ein Fender-Stratocaster auf den Oberarm tätowiert. Okay, okay. Alles noch gut. So, jetzt kommt aber das richtige Beissen. Das Cargonetz. Definitiv. Und zwar ohne Problem. Und wie gesagt, der erste Applaus am Basel. Oh, gerade noch gut gegangen. Da hätte er auch Schwung mitnehmen können, wäre sicher einfach gewesen, aber auch mit den Füßen durchs Cargonetz ist ein Leben doch nur nicht drüber. Uiuiui. Guter Safe. Yoga und Meditation bringen offenbar auch körperliche Stärke. Aber Dive. Jetzt kommt die Knülle, das ist richtig hart. Die schwingenden Stäbe. Siehst du, er sucht immer wieder die innere Mitte. Er hat sie bis heute noch nicht gefunden. Definitiv nicht. Da kann man jetzt wirklich sagen, der schwingende Stab und schwingende Stab. Schau mal das an! Hey! Und so souverän, so ruhig. Luca! Der kommt da rauf! Maximilian, mach mal schnell. Er ist nur 1,73 groß. Nein, der weiss ganz genau, was er machen muss. Raufschauen ist der Weise und der Luca kommt da rauf. Luca, da wollen wir dich sehen bei uns. Komm! Okay, Luca Gallmann, erster Besuch. Nein, durch die Wand durch, das ist der grösste Fehler. Man muss raufschauen. Zählt als Versuch, sobald man in der Beugung ist, zählt das als Versuch. Jetzt der zweite. Innere Mitte suchen. Drei Versuche hat man an der Wand. 4,25 Meter ist sie hoch. Yes, sir! Yes, sir! Richtig stark. Luca Gallmann, wir haben die Querweise schnell. Deine Körperbemalung ist etwas spezieller, als was ich sonst einmal so gesehen in der Body. Wir haben gesagt, du hast lange die innere Mitte gesucht, sie nicht gefunden und darum den Strich. Ich bin immer auf der Suche. Ja, ich bin Rebecca, bin 25 und wohne in Bern. Ich werde ein Ninja Warrior, weil ich klein bin, aber gleich viel Muskelkraft habe und Ausdauer. Hau! Und da steht sie, die erste Athletin in einem Röckli. Sie kommt aus Bern, ist 25 und schon dreifache Cheerlead-Schweizermeisterin. Sie hätte man auch gerne im Publikum gehabt mit ihren Truppen, oder? Ja, das wäre natürlich auch gut gewesen. Aber jetzt müssen wir da zuerst mal aufpassen, dass sie da überhaupt zum Vorranglift kommt. Schafft sie, mit ein bisschen Mühe, muss man sagen. Aber da ankommt sie.
Und jetzt die Konzentration, der Vorhanglift. Ab jetzt ein Fall für den Feldstecher. Schau mal, was meinst du? Schau mal. Sauberen Auerbach, das habe ich ganz genau gesehen von da. So siehst du es eben recht gut. Ich bin Häfliger, bin 24 und komme von Oftingen. Momentan bin ich auf Stellensuche und in meiner Freizeit trainiere ich Calisthenics und spezifisch auf den Ninja Warrior. Ich bin der Flash Ninja, vollgeladen mit Energie. Noah Häfliger, 24 aus Oftingen, angeleitet wie ein IB-Fan. Ist im Moment vom Beruf noch arbeitslos. Wobei, das könnte sich bald ändern. Wenn er da jetzt etwas reisst, dann könnte er auch Personal Trainer sein. Er ist nicht arbeitslos, er ist arbeitsfrei. Das ist ein grosser Unterschied. Flash Ninja nennt er sich und das macht er da souverän. Viel Schwung, springt im richtigen Moment ab, wirft seine Füße führen. Da geht's. Alles gut. Er hat noch Zeit gehabt. Das ist Begleiter heute, sagen schnell. Spinnen jetzt easy. Yes. Da hat er noch ein bisschen Zeit, bis er Ihnen zum nächsten Mal Hallo kann sagen, weil es geht für ihn weiter. So, und jetzt einfach ruhig. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen schnell unterwegs, ein bisschen haspelig. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm. Er ist nur 67 Kilo schwer. Das alles in der Beugung. Oh. Sehr gut. Der hat den Kopf fast über dem Steckbalken. Das ist ja nicht normal. Wow, schau mal, gut. Nimmt den Schwung mit. Die Geschwindigkeit ist sicher nicht dem Gegner. Weil er muss schnell sein. Wir haben vielleicht nicht 10 Leute am Buzzer. Er klettert hier jetzt noch raus und dürfen das auch ruhig schnell machen. Er macht das schnell. Und ich sage das, im Moment hat er noch kein Anzeichen, dass ein Griffkraft bald flöten geht. Und darum habe ich das Gefühl, der könnte es bis zu der Wand schaffen. Und mit 1,75 dann sogar darauf. Wenn wir schauen, was er da, der Schwinger steht, macht bitte um Ruhe im Publikum, dass er sich konzentrieren kann. Und jetzt kann das Publikum um ein trockenes Tüchel beten. Nämlich draussen, aber wieder eine sehr gute Zeit, sehr weit gekommen. Und wenn nicht so passiert, hat er eine gute Chance, trotzdem in die Finalqualifikation zu kommen. Richtig gut gemeistert. Und da im Steckbrett, das ist wirklich eine unglaubliche Meisterleistung da von unserem Flash Ninja. Ui! Aber, ui. Das ist noch Feuer gekommen beim Flash Ninja. Und sie findet das Büro nicht so leicht. Oh, das müssen wir noch mal schnell sehen. Da war ein Missgriff gewesen. Und aus dem Grund geht er raus. Es könnte sogar sein, dass er noch Kraft gehabt hat. Da will er nämlich an den nächsten Stab greifen. Und greift daneben! Wichtigkeitsfehler, schade noch. Der Noah hat super Leistung gebracht, wirklich. Er hat es garantiert geschafft. Ich glaube, es ist alles ein bisschen die Nervosität und das Feuer, die Kids, das Anführen. Und du musst einfach ganz konzentriert sein. Du hast einfach daneben gelangen beim letzten, ja, gell? Ja, es war, keine Ahnung, das Feuer war. Das Feuer ist gekommen. Da ist wieder Griff heiß geworden und dann bin ich ausgeschrieben. Also die Regie ist die Schuld. Ja. Ich bin Sascha Fischer, bin aus Rheinach im Kanton Aargau. Ich bin 26, in der Freizeit mache ich Powerlifting und bin hauptsächlich nur im Fitnessstudio anzutreffen und sie ist für meine Kollegen am Essen. Das ist Sascha Fischer aus Rheinach am wunderschönen Hallwilersee, 26. Und bei 1,74 bringt er 92 Kilo auf die Waage. Ich bin in den Wald gegangen mit meinen Kollegen, weil ich gewusst, es braucht etwas in Sachen Ausdauer, in Geschicklichkeit. Ich bin Stegeli aufgekumpelt, Stegeli runtergelaufen, bin von Ast zu Ast geschwungen. Und so habe ich mich gedacht, ich kann mich darauf vorbereiten. Der Mann war früher einmal drogensüchtig und jetzt ist er sportsüchtig, sagt er selber. Die zweite Sucht ist definitiv die bessere, aber er ist sehr aktiv und schafft es nicht. Yeah! Schafft es nicht. Das ist leider wirklich nicht die Idee von dem Hindernis. Da siehst du jetzt gerade, was ich meine. Das ist, also... Ist er noch, muss ich jetzt ein bisschen tabeln. Und jetzt geht er. Und so macht man das Hindernis eben eigentlich eben genau nicht. Ja, er ist ja wirklich knallhart und gnadenlos. Unser Parkour fordert unseren Athleten wirklich alles ab. Und darum braucht es dringend eine kurze Pause. Ninja Warrior Switzerland wird präsentiert von Seat mit dem neuen Arona.
Do your thing. BVT. Bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BVT. Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness. Und Ochsner Sports. Willkommen zurück bei Ninja Warriors Switzerland auf TV 24. Ja, und ich kann euch sagen, der nächste Athlet ist ziemlich parat. Hallo zusammen, ich bin der Raul, komme von Niederlands und bin 25. Ich bin der Ninja Warrior Switzerland, weil ich der einzige Kletterer bin, der nicht nur Armstrom, sondern einen Beinstrom hat. Raul Waltenspiel kommt aus den Niederlands und nicht nur wegen dem kommt er hier zu uns und haut auf den Buzzer. Da bin ich mir so sicher, warum? Wie er auch das Element wird schaffen, weil er ist 2016 Schweizer Meister im Speedklettern. Genau darum. Er hat mir vorhin im Backstage schon gesagt, er ist ein hervorragender Kletterer, also bescheiden ist er auch noch. 100% ist der hier bei uns oben. Ja, und dem, das ist das Element. Spinnennetz geschafft hat, wir können einfach wegschauen, wie es geht. Da wären wir nicht so sicher. Das hat es im Fall in sich, auch für einen Profikletterer, das Steckbrett, das ist richtig hart. Nein, drin nicht, das ist easy. Wahnsinnig sorgfältig. Es ist auch easy, einfach, geschmeidig, locker, schön zum Zuschauen, lehrbuchmässig. Einfach perfekt. Gut, also jetzt wird es nochmal richtig hart für die Klippe, und zwar schwingende Stäbe. Die kommen jetzt. Maximilian, er ist Schweizer Meister in Sachen Speedklettern. Es ist einfach für ihn. Glaubt man es doch. Es sieht sehr einfach aus, aber das ist richtig ein hartes Hindernis. Ja, aber uiuiui, da kommt Raul. Ah, da hat er nicht mehr den richtigen Schwung im Körper. Er schwingt total verkehrt. Alter, jetzt lass ihn doch einfach mal in Ruhe zu uns kommen. Der Biest, der schafft's. Logisch schafft es. Hallo. Er ist aus Niederland. Hat noch den Power zum Knüten hier im Hallenstadion Zürich anführen. Er rennt durch die Wand durch. Das hat er offensichtlich nie gelernt. Aufschauen muss man. Er kommt von Niederland und will auf Oberlands. Das ist's. Aber jetzt lässt er sich Zeit und kommt zu mir. Aufschauen, er schaut in die Wand rein. Yes, sir. Er kommt aber drauf in den Raul! Direkt aus Niederlands auf Oberlands, oder? Und das ganz ohne weisse Söcke, das erstaunt mich bei dir und vor allem beim Chris. Was machst du mit dem Geld, wenn du raufkommst? Ein kleines Trainingscenter, Ninja Warrior Crossfit Style, ein bisschen funktionales Training und eine Speedwand für Lenzburg. Vom anderen Ende vom Zürichsee aus Jona kommt der Oskar Dietscher, er ist 20 Student. Sein Tisch ist aus dem gleichen Stoff wie unser Vormann. Ganz grosses Ninja. So kann man sich retten. Und auch so. Ich meine, es ist im Moment mehr eine Rettungsaktion als irgendetwas anderes. Aber im Moment ist er noch drin, der Oskar Dietscher. Eine Rettungsaktion und er in der Farbe von der Rega. Ja, das ist ein Top-Artist. Ich meine, der klettert. Das sieht man ihm schon an. Und umgreifen, das ist so schwierig, wenn du da den einen Arm ganz von dem Stecken rausnimmst, das ist unglaublich. Aber er macht es gut, oder? Er macht es absolut wahnsinnig. Und da greift er auch locker noch durch, hat Zeit, um nochmal eins zu verschieben. Hangt jetzt da am Übergang, beißt aber schon recht. 1 Minute 08 und dann kommt der Taucher, aber der kleine Bruder findet es irgendwie recht lustig. Er denkt sich, der Trottel hat es viel besser gemacht. Ist das sein Bruder, Mensch? Da ist der Oskar mit seinem kleinen Bruder, Nico. Nico, ist er dein grosses Vorbild, der Oskar? Ja. Warum? Er zeigt mir immer gute Sachen, lernt mit mir. Ja. Könnt ihr auch zusammen Sport machen? Ja. Ja, du bist weit gekommen, du hast Glück gehabt. Jetzt brauchst du noch mal ein bisschen Glück, dass es lange für die Finalquali. Wir unterstützen dich und drücken dir ganz fest den Daumen. Natürlich mit dem Applaus vom Publikum. Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Grossartiger Athlet. Und dir auch. Toi, toi, toi.
Ich bin Nicole Schafer, ich bin 30-jährig und ich komme aus der Region Freiburg. Ich bin seit 2 Jahren selbstständige Fotografin und Filmerin. Ich habe es schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht, das wäre das Coolste, dort selber mal mitzumachen. Ich liebe die Challenge, die man dort hat und dass es halt mit Sport und Spass verbunden ist. Ich werde in der nächsten Ninja Warrior, um zu beweisen, dass man als kleine Frau eine Chance hat. Nicole Schafer habe ich persönlich kennengelernt auf dem Schildhorn. Oh! Dort hat das Casting. Ich bin immer fertig geworden. Jetzt Nicole. Los, Maximilian, es ist das die 5. Show. Ich frage mich, haben wir je weltweit so schnell jemanden im Wasser gehabt? Ich glaube, ich mag mich an einen erinnern. Bitte Paulino Marian Zinger. Paulino Marian. Nein! Ich bin ausgerutscht, weil ich zu klein bin. Ja, also schaut, es ist einfach klar, oder? Ich meine, das ist jetzt einfach ohne System. Totaler Systemabsturz. Jetzt schauen wir uns das nochmal ganz langsam an, dass sie ein bisschen Zeit hat bei TV24. Schnell hinschauen und langsam geniessen. Also da ist die ganze Hardware zusammengebrochen. Ich meine, was hat sie sich da überlegt? Papa sagt Kondom. Mama sagt Pille. Ich sage Überraschung. Punk sagt Anarchie. Pop sagt Beat it. Ich sage Let it be. Er sagt dies, sie sagt das. Ich sage Arona. Der neue Seat Arona. Do your thing. Ich bin Florian, ich komme aus Bern. Ich bin 29. Der obligate Tische weg, Move. Aber er mit einem Henna, wie die meisten. Kann jemand einmal sagen, soll ich ruhig bleiben? So sehe ich es wirklich nicht. Er soll sich mal umdrehen, ich will mal lesen, was vorne steht. Soll ich in Ruhe kämpfen? Souverän am Ende von dem Steckbrett bringt er ihn aus und jetzt aus. Schau mal weh. Den Muskel an. Es tut weh. Am Rücken. Aber er schafft's. Yes! Ui, ui, ui. Yes! Ja, ich wollte es noch sagen. Er hat oben an den Eisenhalter gegriffen und darum ist er raus. Ich habe mich nicht gross vorbereitet. Ich habe mich gefreut, echt durch den Parkour zu laufen. Das habe ich gemacht. Das hat Spass gemacht. Bis zum V-Entscheid vom Schiri. Schau zu, mit dem Schiri. Schiri lebt noch, ein gutes Zeichen. Da ist der erste. Der ist gar noch nicht mal so schlimm. Aber der zweite Griff, der wird ihm zum Verhängnis. Da muss man ihn rausstellen. Ganz richtige Entscheidung von unserem Schiedsrichter. Also, alle zusammen, die es nicht glauben, bitte auf den Monitor schauen, Slow Motion. Da sieht man es jetzt dann gerade. Er greift an. Und das ist schon zu weit oben, da muss man ihn rausrühren. Das ist leider die Regel da, siehst du, und gerade nochmal, also... Weisst, er regt sich, glaube ich, vor allem über sich selber auf. Ja, der ist gar nicht hässlich auf der Schiri, der hat das schon gesehen und er hat das auch eingesehen. Und er regt sich über sich selber auf. Ja, er hat es eingesehen und vor allem hat man es ihm auch gesagt vor dem Parkour. Ich bin der David Martin, komme von Zürich und bin 28. Ich bin der Ninja Warrior Switzerland 2018, weil ich genau wie im Football die Leute überrennen und falls es nicht geht, mit mir überrennen. Dann gucke ich einfach über sie. Der David Marti, also Sympathieträger schlechthin. Oh, und wenn man da so schaut, dann weiss man, er ist beruflich auch als Osterhas tätig, seiner Sprungtechnik zu folgen. Die Frage ist jetzt aber, holt er genug Schwung, Chris, was denkst du? Er holt so viel mehr als genug, dass er sich auch so weit oben heben darf. Ja, der hebt sich sehr weit oben. Sehr weit knapp. Oben. Als Architekt müsst ihr das besser können bemessen. Oh. Jetzt haben wir dem David nicht gesagt, weiter unten heben. Hallo. Nein. Ich wollte ja nicht drauf rumhacken, aber hast du die Landung gesehen? Die ist mitten in die Zone, die wehtut, wenn es reingeht. Jetzt sehen wir es hier, greift hoch, nimmt viel Schwung. Springt spät ab, lässt spät los und dann macht es da. Klinge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 ling
Ich bin Luciano Mangarelli. Ich bin in der Natursteinbranche tätig und bin Werkstattleiter. Und das hier ist mein Bruder. Vielleicht sehe ich es. Der Unterschied ist nicht riesig. Mal ist er. Wir sind... Oh, nicht so schnell. Nein, du bist schnell. Wir sind Zwillinge. Ich habe einen Parkour gebaut, wo ich Ninja Warrior werden will. Ich will nicht dorthin kommen. Und Ablaus ist schon beim ersten Hindernis. Neben dem Parkour, den ich gebaut habe, mache ich noch Krafttraining. Und sonst, wenn ich Zeit habe, trainiere ich mit meinem Bruder. Mit mir? Genau, mit dir. Ich bin Maurizio Mangarelli, der ältere Bruder von Luciano. Ganze 15 Minuten. Ich war abartig schnell bei der Geburt. Ich bin Küchenchef und rühre gerne in den Töpf mit Schwingbesen und Holzlöffel. Wir haben immer ein bisschen Konkurrenz. Das ist ja so. Machtkampf. Wer ist stärker? Wer ist besser? Wer ist schneller? Ich bin schneller. Aber er ist besser. Ich gehe all in, von Anfang an weg. Auch wenn ich den Köpfer ins Wasser machen muss, um ihn zu schlagen. Egal, ich mache es einfach. Also ich hoffe, dass der Bruder als Erster den Parkour machen darf, vor mir. Dann kann ich ihn abschauen, dann schlage ich ihn. Dann mache ich ihn kaputt. Meine Schwäche ist sicher, dass ich manchmal keine Grenzen kenne, wenn es um Trainieren geht. Dass ich zu wenig Pause mache. Du bist perfekt. Ihm seine Schwäche ist, dass er das Gefühl hat, dass er keine Schwäche hat. Oh nicht. Bam! Wir zwei haben uns angemeldet bei Ninja Warrior, weil entweder der oder ich wollen gewinnen. Einer von beiden. Fratelli Mangarelli! Er meistert den Vorsprung. Easy, easy. Ich glaube auch, dass für ihn der Vorhang nicht ein grosses Problem ist, ehrlich gesagt. Aber er greift hoch. Er greift hoch, aber der Vorhang geht auf für das nächste Hindernis. Bin ich sicher? Nein, nie. Nein. Wieso? Das ist so unüberlegt. Da muss man Schwung nehmen. Ja. Salto mortale! Nein. Ah, ja. Ja. Ja gut, also das geht jetzt natürlich ein Zeitchen, oder? Da sind wir morgen noch dran. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Stunden. Schön. Biotechnisch, also wirklich, es hat nicht fest gespritzt. Ein Neuni. Wirklich ein Neuni. Was hast denn du dir überlegt bei dieser Taktik? Anscheinend nichts. Ich habe den Schwung zu wenig genutzt und bin ein bisschen gehangen. Also dann hoffen wir darauf, dass dein Zwilling eigenständig ist und eine andere Taktik hat. Vollgas, wie du sagst. Wir wünschen den beiden toi toi toi, oder? Absolut. Also, los geht's. Luciano. Ja! Das Publikum hebt es nicht mehr auf den Rang und an mich nicht. Unglaublich, der Wille von Luciano Mangarelli. Aber jetzt geht's an die schwingenden Stäbe und dann vielleicht auf die Wand drauf Luciano.
sammle deine Kraft und dann die. Und Jamoci, ich drücke den Tüme. Ja, das Das hat man leider vorhin schon gesehen beim Steckbrett. Dort schon am Limit gewesen. Und sympathisch sind sie, sind Publikumsliebling. Aber ich sage dir eins, Chris, der Hindernisparcours heute hat so richtig in sich. Und weil er relativ schnell, relativ weit gekommen ist, ist es noch nicht vorbei. Weil wenn weniger als 10 hier oben buzzert, dann zählt es zurück. Weil 10 nehmen wir sicher ins Finale. Dann kommt es nämlich darauf an, wer wie schnell, wie weit gekommen ist. Jetzt sind sie wieder vereint. Also wahrscheinlich hätten sie sollen gemeinsam im Parcours. Zwilling darf man doch nicht trennen. Was macht denn ihr sonst noch alles gemeinsam? Wie müssen wir uns das vorstellen, so ein Zwillingsleben von euch? Wir gehen nicht zusammen duschen. Genau. Ich bin Arthur Schreiber, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Deutschland, aus Hamm. Ich werde Ninja Warrior, weil ich bin Spider-Man und Spider-Man schafft alles. Maximilian sieht so ein Ninja aus. Ja, der Arthur Schreiber sieht zwar nicht aus wie ein Ninja, ist aber einer, der Mann hat Power, und zwar so richtig. Das macht einfach einen Eindruck. Spider-Man-Shirt. Und wenn er dann die Spider-Man-Fähigkeiten in den Ninja-Parkour transportiert. Ja, der fliegt da förmlich, hat viel Netz dabei, offensichtlich. Und da geht er über Spinnennetz, das sollte eigentlich ein leichtes sein für ihn. Das wäre tragisch, wenn Spider-Man in Spinnennetz scheitern würde. Ganz locker. Was macht er, wenn der die Brille verliert, aber am Steckbrett? Dann macht er einfach weiter. Dann tastet er sich, glaube ich, vor. Muss immer zuerst mit der Hand führen und nachher den Stab mitnehmen. Schön gesagt. Ganz easy. Der hebt den Stab. Wie viel ist? Wie viel ist? Guck mal, die Fans, die da stehen, die sehen alle aus wie Ninjas für mich, aber nicht er. Er ist Kaufmann im Einzelhandel. Das ist und nebenberuflich Spider-Man oder vielleicht eben doch Ninja. Wow! Er ist richtig gut. Er greift nicht mal als Netz, nein, er fliegt als Netz, wie sich das gehört für das T-Shirt. Wow, wow, wow. Das hat es in der Schweiz so noch nie gegeben. Eine Show, wo die Zuschauer so von der Ränge reisst. Ich glaube, die ganze Schweiz ist im Ninja-Fieber. Hat noch ein bisschen Zeit, seine Motivatoren dort unten am Beckenrand zuzwinken. Und aber jetzt... er darf nicht viel Zeit verlieren. Und da holt er die ganze Zeit auf. Einmal mehr Standing Ovation im Hallenstadion. Mann, der sieht nicht aus, als könnte er das schaffen. Da muss er nur 67 Kilo tragen, sein grosser Vorteil. Da hat er seine Jungs unter viel mehr Mühe. Und jetzt mit 1,72 Kunden. Logischerweise Spider-Man geht zu uns rauf. Unglaublich. Gänsehaut, das ist die beste Zeit gewesen. Yes, Sir, die beste Zeit von den Spider-Man. Das ist eben ganz grosses Ninja. You are the Spider-Man. Danke. Mein Name ist Wolf Wallner, ich bin 35 Jahre. Wohne in Lienz, das ist ein ganz kleines Dorf, Kanton St. Gallen. Bin ursprünglich aus Österreich und wohne jetzt seit 5 Jahren in der Schweiz. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, aber nach 2 Jahren krankheitsbedingter Pause ist für mich einfach alles ein Sieg, was jetzt dann erreicht, 2018. Und jetzt schauen wir, was bringt. Es ist alles jetzt Bonus, was jetzt kommt. Ich bin jetzt einmal da und das ist schon für mich ein Erfolg. Wolf Wallner, Pro-MMA-Fighter und Fitnessmodel aus Österreich. Wir haben es gehört, er hat selber gesagt, lange nach Krankheit gelitten, lange mit Depressionen gekämpft, jetzt am Fünfsprung. Souverän, das siehst du, der lässt sich Zeit, der kennt das, oder? Er lässt das sehr, sehr locker aussehen, ich habe nichts anderes erwartet von ihm als MMA-Fighter. Das ist Kekseverdrücken. Wobei Kekseverdrücken, wenn man aus Linz kommt, er kommt ja von dem Ort, wo die Linsertour her ist, oder? Uiuiuiuiui, das ist aber ziemlich on the edge, kann man da sagen. Und was ich sehr spannend finde, ist, wenn du nachher ihn in der totalen Größe siehst, dann wirst du gesehen, siehst, am rechten Bein ist die Farbe ausgegangen. Und jetzt ist ihm da ein Palasse ausgegangen. Und das heisst Wolf. Das war lustig, aber leider nicht gut genug.
Nochmal. Spinnennetz. 1, 2, 3. Ja, gut. Beim dritten war es der Fehler. Beim dritten kommt er nur noch mit der Zechenspitze auf die Plattform. Ich kann es nicht mehr auffangen. Da dreht er auch noch mal fast. Also, ja, es ist ganz ein klarer Fall. Schnell. Wolf, das ist mega schade. Wir sehen, du hättest das geschafft. Aber wenn dieses Spinnennetz nicht gewesen wäre, da braucht es ein bisschen Balance und das ist dir heute nicht so geglückt. Ich war, glaube ich, einfach zu unkonzentriert und zu aufgeregt, sage ich mal. Man ist ja auch nicht täglich in einem Ninja-Parcours. Du bist ursprünglich Österreicher, wohnst seit ein paar Jahren in der Schweiz. Was bedeutet dir das? Ja, es ist perfekt und ich will jetzt eigentlich den Anlass gleich mal nutzen, da ich jetzt 5 Jahre in der Schweiz wohne. Und einfach mal Dank an die Schweiz zum sagen, weil sie mich so gut aufgenommen haben. Und weil ich eigentlich nur gute Leute kennengelernt habe. Und ja, einfach danke an die ganze Schweiz. Einfach geil. Was für ein schönes Kompliment, das nehmen wir gerne an. In welchen Situationen haben sie dich denn unterstützt, deine Freunde hier in der Schweiz? Ja, ich war jetzt dann 2 Jahre krank, habe einen Klinikaufenthalt hinter mir. Und 2018 ist eigentlich so mein Comeback ins Leben und ja, ziemlich schwerer Weg gewesen. Alles gut, ich habe gewonnen, dass ich da bin. Ich habe da kein Problem. Ich komme nächstes Jahr wieder. Das sehe ich genauso und dann kommst du bis ins Finale, bis auf den Mount Midoriyama. Schön, dass du hier warst. Und der Wolf, alles Gute. Danke sehr. Der Florian Keller ist 26 und kommt aus Kloten, dort, wo der Fluglärm erfunden worden ist. Von 10 Zürcherin und dummen Latz können hasen und etwas können leisten. Unten heben, sieht alles gut aus. Nein, ui. Was? Viel zu spät, lad los. Aber das Tisch ab, die Platte ist nicht nehmen. Ja, ich würde auch Gipsen zurück. Nadja Pfister, 25 aus Basel, sagt von sich selber, ich habe gute Griffkraft. Ich bin der Ninja Warrior, weil ich Kletterin bin. Klettern ist mein allergrößte Hobby. Ja oder nein? Ja, anlaufen! Es wäre schön, wenn Sie es schaffen. Los! Ich bin Natalia Kleidwischnewska, ich bin 29 Jahre alt und ich komme aus Stuttgart. Bist du dabei in Deutschland, in den USA, bei Ninja Warrior? Ich werde die erste Frau, die im Finale steht, weil auch Frauen können Basel drücken. Ja, ich glaube, das wird da so schwierig. Die Frau hat Erfahrung. Ah, oh, das hat wieder da. Schade. Jetzt werden wir da nochmal schauen. Ah. Sehr ziemlich sicher gibt Hämatom. Ist ein erfahrener Fallschirm- und Bungee-Springer, der Daniel Müller. Und jetzt Steckbrett. Ins Cargonetz oder Steckbrett zum Glück. Der Florian Keller ist 26 und kommt aus Kloten, dort, wo der Fluglärm erfunden worden ist. Von 10 Zürcherin und dummen Latz können hasen und etwas können leisten. Sprung nehmen, unheben, sieht alles gut aus. Nein, ui. Lass los! Ich glaube, das T-Shirt zu Platz ist nicht nehmen. Ja, ich würde auch Gipsen zurück. Das ist eh ein grusiges Leben. Ja, eben. Nadja Pfister, 25 aus Basel, sagt von sich selber, ich habe gute Griffkraft. Ich bin der Ninja Warrior, weil ich Kletterin bin. Klettern ist mein allergrößte Hobby. Ja oder nein? Ja, anlaufen! Es wäre schön, wenn Sie es schaffen. Los! Ich bin Natalia Kleidwischnewska, ich bin 29 Jahre alt und ich komme aus Stuttgart. Bist du dabei in Deutschland, in den USA, bei Ninja Warrior? Ich werde die erste Frau, die im Finale steht, weil auch Frauen können Basel drücken. Ja, ich glaube, das wird da so schwierig. Die Frau hat Erfahrung. Ah, oh, das hat wieder da. Schade. Jetzt werden wir da nochmal schauen. Ah. Sehr ziemlich sicher gibt Hämatom. Ist ein erfahrener Fallschirm- und Bungee-Springer, der Daniel Müller. Und jetzt Steckbrett. Ins Cargonetz oder Steckbrett zum Glück? Ja, ich meine, das ist definitiv einer der ganz grossen Ninja-Athleten hier bei uns. Das war ziemlich am Limit bei dir, hä? Ja, es ist schwerer als gedacht. Gut, das wäre sonst nicht Ninja Warrior Switzerland, wenn es einfacher wäre als denkt. Ganz grossen Applaus für dich, ein richtiger Ninja Warrior Athlet, Daniel Müller.
Ich heiße Moritz Waldleber, ich komme aus Udlingen, bin Luzern und bin jetzt 21. In der Freizeit bin ich vor allem am Klettern. Das Koordinative, vor dem habe ich ein bisschen Angst, aber sonst sollte es eigentlich vielleicht einigermaßen gehen. Also jetzt haben wir schauen, da Vorhang hat er daheim, aber kann er sie auch einsetzen? Das hat sehr kritisch ausgesehen, aber alles gut gegangen. Ja, das hat jetzt so also wirklich eher ausgesehen, als wäre er einer der Lemmings. Sehr gutes Leben. Nein, aber und das darf nicht wahr sein. Moritz Waldleben tritt daneben. Es ist im Fall fast ein bisschen so, nachdem der Moritz Waldleben auch rausgefoult ist, dass Joe 5 von Ninja Warrior Switzerland eine Show ist mit einem massiven Favoritenstern. Der Alain, der ist nicht zum Verlieren da hochgesehen. Nicht nach viel. Nein! Das gibt's gar nicht. Nein, da kann ich selber nicht glauben. Der Mann ist eine Buldermaschine, ein Slackline. Fleur und Zimmermann ist nicht da. Aber er hat oben an den Halter gegriffen und darum ist er raus. Richtige Entscheidung von unserem Schiedsrichter. Da geht er drüber, tritt und da ist er weit aus. Vorne. Er geschlüpft, du hast gesehen, er ist eigentlich drauf, aber er ist ausgeschlüpft. Ja, ich meine, das kannst du nicht auffangen. Ja. Ja. Schnell ist es gegangen. Mein Name ist Alessandra Giunta, ich bin 33 und komme von Zürich. Ich bin Ninja Warrior Switzerland, weil... Einfach so. 33 ist sie, 1,59 gross, am Fünfsprung, Alessandra Giunta. Wenn ich ihre Oberarme anschaue, Maximilian, du hättest so etwas von keine Chance beim Armdrücken gegen sie. Aber weißt, kleine Frauen müssen da richtig viel Sprungkraft haben, weil das ist ein Herzhindernis, wenn du nicht so gross bist. Voilà, geschafft, Fünfsprung, jetzt zum Vorhang. Weit untergreifen, Alessandra, weit untergreifen. Es ist nicht die grösste, es ist 1,59, sie braucht jeden Zentimeter. Hol Anlauf, genau das ist es. Und jetzt ist aber noch, das war es. Was? Was? Sie ist ausgerutscht beim Anlauf holen und reißt sich da ins Trockene. Das war gar nicht möglich gewesen. Wir dürfen es noch ein bisschen länger geniessen, ich habe es schon fast schade gefunden, aber die Alessandra ist jetzt noch drin. Yeah! Oi. Ja, happy. Jetzt ist sie aber ziemlich sicher draussen. Jetzt kannst du noch ein bisschen hängen dort. Cliffhanger. Oi. Also, ich meine, jetzt haben wir gesehen, dass es spätestens beim Steckbrett ausgesehen wäre für sie, weil Griffkraft ist offensichtlich nicht so viel vorhanden. So, jetzt noch einmal schön zum Geniessen. Da haben wir es ganz kurz gesehen. Rutscht aus und nimmt da Wahnsinnsschwung mit. Und dann... sind einfach die beiden ein bisschen zu kurz. Also trotzdem eine ganz grosse Leistung. Du hast deine Sendung definitiv verschönert. Vier Athleten haben bis dahin schon gebuzzert und haben grosse Chancen auf Finalqualifikation. Der Arthur Schreiber als Schnellste, vor dem Raul Waltensbühl, dem Daniel Müller und dem Luca Gallmann. Bei nur noch 7 Startenden haben auch die Besten, die nicht gebuzzert haben, im Moment noch Chancen auf Finalquali. Ich bin Patrick Sonderegger, bin 34 und aus Oberbüren St. Gallen. Ich werde Ninja Warrior Switzerland, weil ich trocken bleibe. Der Patrick Sonderegger und ich trennt bei der Geburt. Eigentlich sind wir Zwilling, vor allem wenn es ums Körperliche geht. Sehr viele Ähnlichkeiten. Dein Wunschdenken ist so etwas von ausprägt, Maximilian. Greift weit und hat viel Schwung. Ja, das schafft er. Super. Ich wollte sagen locker, aber so kann man sich täuschen. Auch er hat da kurz aufgeatmet. Schon ein paar Mal bei Ninja Warrior Germany. Ninja erprobt. Genau. Und da springt er am zweiten Griff. Also das ist einfach, schau mal, was da mit dem Körper passiert. Wie schön ist denn das Bild? Da wird sogar der Rocky Balboa eifersüchtig. Ja, also es ist ja wirklich wahnsinnig. Der Patrick Sonderegger jagt da den Ninja-Parkour nur so drüber und jagt eine Bestzeit. Er ist sehr gut unterwegs. Richtig schnell. Immer noch unter einer Minute, jetzt nochmal über zum Pendel und vom Pendel ins Cargonetz. Nicht zu weit oben. Und ja, das war Technik, nicht Kraft.
Das sieht aus, wie wenn meine Grossmutter lismet. Das ist wirklich unglaublich. Die ist auch etwas so ruhig wie er in dem Moment. Tief und entspannt. Und ich glaube, das Lächeln zeugt von ganz viel Überzeugung. Er weiss, also der Nächste wird sein, hier am Basel, oder? Er lässt sich auch wirklich Zeit. Also das heisst, er jagt nicht die beste Zeit, nein. Aber er ist ganz entspannt. Und ich sage dir eins, der Patrick Sonderegger, der rockt jetzt das. Und ich sage dir noch mal eins, mit dem Mann willst du keinen Streit haben. Nein. Mit dem Mann willst du keinen Streit haben. Aber der als Kollege ist ein bester Freund, oder? Ja, also vor allem, wenn es um Security geht. Schau mal das an. Da sehen wir ihn von ganz nahe. Gut gerettet. Sehr gut gerettet. Jetzt springen. Mama. Chris, den kannst du nehmen. Dann sieht man wenigstens körperlich einen grossen Unterschied, wenn du da oben bist und er nicht so wie bei uns zwei, ihm und mir. Wow. Oh mein Gott. Während ich viele ist das Thema ganze Kühe. Das ist wirklich unglaublich. Oh mein Gott, du bist ein Gott. Danke vielmals. Vielen Dank fürs Publikum. Super, merci. Jetzt geht es hier weiter für dich. Denn, vor was ist am meisten Respekt? Springen, mal schauen. Teamsleiter zu den fliegenden Kübeln. Ja, dort hätte ich auch schon. Ich glaube, dort wäre es für mich vorbei. Gratulieren! Yes, sir! Ja, wir sorgen dafür, dass unsere Athleten immer genug zu essen und zu trinken haben. Und darum gibt es jetzt eine kleine Erfrischungspause. Bis grad. Ninja Warrior Switzerland wird präsentiert von Seat mit dem neuen Narona. Do your thing. BBT. Bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BBT. Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness. Und Ochsner Sports. Willkommen zurück im Hallenstadion. Ja, unsere Heinzelmännchen im Hintergrund haben wieder alle Wasserflecken vom Beckenrand wegpoliert. Also, liebe Athleten, gebt euch ein bisschen Mühe und macht nicht gerade wieder alles nass. Dino Lühnt, komme vom Sattel, Kanton Schweiz, bin 28. Ich werde Ninja Warrior Switzerland, weil ich den Biss habe, den Mount Miradama zu erklimmen. Macht das Souveräne hier. Da hat er die nötige Ruhe. Schau mal, einen so ruhigen, zentrierten Sportler schon lange nicht gesehen. Wie ruhig und wie zentriert ist er hier am Steckbrett? Er fängt sich noch mal auf. Ja, aber das braucht Energie und es ist so schwierig, die Stecker da reinzubekommen. Und spätestens bei den schwingenden Stäben. Bin ich überhaupt nicht einverstanden, Chris. Ich glaube, der geht nicht baden. Erstens, das Publikum gibt ihm richtig viel Power. Seine Freunde und Familie geben ihm richtig viel Power. Und ich sage dir, den Dino sehen wir da oben. Jetzt sind wir gespannt. Schwingende Stäbe. Dino, komm, mach mich glücklich und lass mich nicht gelogen haben vorher. Der Baumkletterer Nummer 1 von der Sennerfilm in Küsnacht. Chris, zieh die warm an, da kommt einer die Wand auf. Ja. Das ist Ninja, ganz grosses Ninja. Das ist yes. Ninja Warrior Switzerland. Und ich habe es gesagt, der Dino Lüns. Kommt im zweiten Versuch auf. Gut. Ich halte meine Karte auf dich. Das ganze Publikum gibt ihm den nötigen Push. Der zweite Versuch an der 4,25 Meter Wand. Yes! Yes! Der Doppelgriff. Dino Lüens! Ninja Warrior Switzerland! Du bist mit absolut grösster Wahrscheinlichkeit in der Finalqualifikation. Und der Chris hat beim Steckbrett gesagt, das schafft er nicht, der packt das nicht. Und ich habe gesagt, ich setze all meine Karten auf den jungen Mann. Und du hast mich nicht enttäuscht. Wo hast du die Reserve gehabt, dass du da noch wirklich drüber gekommen bist? Der Finger. Müsste der Finger gewesen sein, die Reserve. Gratuliere!
bin der Florian Kaufmann, 37, komme von Zürich. Ich bin halb Ninja, halb Familienvater und als Ninja-Daddy habe ich super Kräfte. Papi, spielst du mit mir? Papi, ich will auch! Ich trainiere gerne mit meinen Kindern, weil sie sind ideale Trainingsgewicht. Sie werden zwar jedes Jahr schwerer. Ich bin schon als Kind am liebsten auf Bäume verklettert. Später bin ich aus jedem Flugzeug gekumpelt und dreimal Schweizer Meister geworden im Fallschirmspringen. Am liebsten trainiere ich auf meinem Balkon, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle. Und wenn es schön ist, gehe ich auch gerne raus in den Seilpark oder auf die Slackline. Die Unterstützung von meiner Familie ist mir sehr wichtig. Ohne sie könnte ich da gar nicht so viel trainieren. Wenn meine Frau nicht sich um das Kind kümmern, hätte ich keine Zeit. Ab und zu hebe ich ihm ein Kind vom Hals. Aber eigentlich trainiert er ja sehr gern mit seinen Kindern. Und auch sonst, ich bin einfach stolz auf ihn und ich unterstütze ihn, wo ich kann. Ich wünsche mir, dass der Ninja Daddy gönnt. Und ich tue alle ins Wasser gehen. Bin mit Zauberstab. Der Superman und der Spider-Man müssen sich warm anlegen, weil der Ninja Daddy nimmt den Parkour auseinander. Der Florian Kaufmann aus Volkerswil hat nicht nur eine Tochter, sondern zwei wollen mitnehmen über den Parkour. Die Giris haben das verboten, darum macht er es jetzt allein. Aber sie fiebern mit und die Kleine hat gesagt, sie kann zaubern. Zaubern ihn auf und auf die Wand und alle anderen ins Wasser. Das war's. Sie zaubern offensichtlich nicht alle anderen ins Wasser, sondern den eigenen Vater. Der Ninja-Daddy wird zum Ninja-Freddy. Über 1000 Fallschirmabsprünge hat er in seinem Leben schon gemacht. Das ist dem von der 1115. ungefähr. Kannst loslassen, ist gut. Aber lass los, elegant. Backflip, komm. Da muss nichts, da kannst du Daumen drücken. Ja, das tut mir so leid. Die Mädchen haben so Hoffnung gehabt, der Papi. Nein! Ja gut, da hast du keine Chance. Aber also er hat Ausdauer. Und gut. Talent an der Vorhand. Schau mal. Wir kommen in 4,5 Stunden wieder zurück. Er tut sich retten mit dem Bielmann. Pirouette. Schön gesagt, Chris. Oh, das ist schade, der ist so sympathisch. Ninja Daddy, oh, das tut mir jetzt leid. Die müssen nicht traurig sein, der Papi ist immer noch ein richtiger Held. Und das Ganze nochmal in der Slow-Mo. Ja, da fängt also, er an, Künstler, schau mal, ein richtiger Artist. Das ist für Kinder, oder? Ja, nein. Dort, wo der Papi aus sich rauskommt, das zeigen wir noch einmal. Ja. Yeah, der Ninja Daddy! Hast du Freude gehabt, wo du den Papi gesehen hast im Training? Wie fest hast du Freude gehabt? Ganz fest. Darf der Papi den Parkour behalten auf dem Balkon? Ja. Könnt ihr ein bisschen weiter trainieren? Ja. Gut, und dann kommen wir nächstes Jahr wieder. Wir freuen uns auf Daddy, Ninja, Daddy, Family. Bis nächstes Jahr. Trainiert schön, passet auf und immer viel, viel Spass haben. Ninja Daddy geht nie auf. Niemals. Nie. Aus, obwohl er auch erst 18 ist. Er zeigt uns jetzt den Meister, den Dominik Meister. Ich werde Ninja Warrior, weil ich Turner bin und nie wird aufgeben. Da geht's. Ich lasse schnell in mich hinein, mein Magengefühl sagt, Faden an der schwimmenden Stelle. Im Moment sind wir bei 1,50. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das schafft. Aber Dominik, beiß noch mal ein bisschen durch. Also wenn der überkommt, wäre das ein Wunder von Zürich. Ja, aber wie viel Griffkraft kann ein Mensch allein besitzen? Wie viel Griffkraft? Jetzt fällt sie an. Und jetzt ist es vorbei mit der Griffkraft. Bevor ich dran gekommen bin, war ich recht nervös. Nachher habe ich mich versucht, ruhig zu behalten. Das Spinnennetz ist tiptop gelaufen. Nachher bin ich zu diesen Hangelpfosten gekommen. Es ist nicht so fliessend gegangen. Schon ziemlich die Arme gemerkt. Da habe ich mich gefreut, dass ich so weit gekommen bin. Und nachher ist es weitergegangen mit dem Hangelstab. Die Arme haben wirklich mega gebrannt. Langsam zäh geworden und dann bin ich halt abgekehrt.
Aber eigentlich so weit zufrieden mit mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch den zweiten Lauf auch mitmachen könnte. Und ja, jetzt mal schauen. Und da ist er, unser Lokalmatador aus Zürich, der Denis Saint-Kitt-Jeung. Am Vorhanglift. Der hat es in sich. Ah! Ui, 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 ui. Gerade noch mal gut gegangen, Danny. Man hat das Gefühl, er kommt vom Boxen, er tabelt da oben an, wie es beim Boxen ist. Binnennetz geschafft! Weißt du, was ist er? Er ist ein ehemaliger Profitänzer. Ja, hat er einen guten Hüftschwung gehabt bis jetzt, was meinst du? Ja, der Hüftschwung wird jetzt entscheidend sein. Je steifer dass man im ganzen Unterkörper kann sein, desto besser geht es da am Steckbrett ins Cargo. Und jetzt versucht er diverse Methoden. Aber das sieht man doch wirklich aus, als hätte er keine Idee. Was macht er jetzt? Nein. Mit zwei Händen? Was? Du, Danny, das funktioniert eigentlich ganz anders. Aber so kannst du es auch machen. Jedem das Seine, oder? Jeder Mensch ist ja anders zum Glück auf dem Planet. Und jedes Element wird von den jeweiligen Menschen anders bezwungen. Und da siehst du jetzt, er ist eigentlich relativ ruhig im Unterkörper. Und das ist wichtig. Da sieht er wirklich aus wie ein Trapezkünstler, oder? Im Zirkus. Jetzt fängt es ein bisschen an von wehtun. Langsam aber sicher. Also mir hat es schon vorher angefangen wehtun. Das hätte ich nie gedacht. Der Denis. Wir haben da noch keine Athleten gesehen, die sich mit beiden Händen einen von diesen Stecken hat. Das ist ja unglaublich. Du kommst einfach gar nicht weiter. Jetzt schauen wir noch mal genau hin. Der Vorhanglift. Gut. Das ist einfach wirklich unglaublich, dass der da mit der linken Hand noch genug Griffkraft anbringt, um den rechten noch zu greifen. Da geht er rüber und da ist er zum Verhängnis geworden. Das kann er einfach nicht mehr heben. Ich bin ja eigentlich kein Klugscheiss und ich weiss, dass das jetzt total gelogen tönt. Aber ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn er sich mit beiden Händen gehabt hätte, als nur mit einer und dann hat will ins Cargo nicht zu schwingen. Danke vielmals, Herr Baumann. Dr. Baumann. BWT, BWT, BWT. Bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT, Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Mehr unter bwt.com. Simon Lauber, 30 aus Frutigen. Der Mann sehe ich definitiv zwei Probleme. Und zwar ist das der Vorhanglift, der jetzt kommt, und nachher die Wand. Weil da ist er im Nachteil mit Nummer 1,68. Den Rest macht er mit Lockerheit. Und das bedeutet, und das kann ich dir jetzt garantieren, er kommt an die Wand. 1,68, kürzere Beine als andere. Das ist eine Machtdemonstration schon jetzt. Der übergreift am Steckbrett. Der übergreift. Der erste, der Nein, mit einer Lockerheit. Der erste, der Steckbrett so richtig altlautlos ausgesehen. Definitiv. Und jetzt, Chris, was meinst du? Die Stäbchen. Easy. Easy. Easy peasy. Aber die Wand, 1,68, ist er nur gross. Yes. Schau mal. Was ist da? Vorgekommen. Nein, bitte. Ich meine, hast du das gesehen? Gib Gas. Unter 1,48 gönnt er die Vorrunde. 1,68 ist er nur gegen 4,25 Wand. Und er weiss, das ist ein grosses Problem für ihn. Grosse ist ein grosses Problem, aber ich sag dir 1,48 und er gönnt die Vorrunde. Wenn weniger buzzert als 10, dann ist er dabei. Eine massive Zeit vor der Abo. Ja! 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 Sekunden schneller als Bestzeit. Und das heisst, du hast sie egalisiert, Simon Lauber. Wie schafft man es, diese Wand drauf mit nur 1,68? Ich glaube, ich tue die Grösse mit der Kraft kombinieren. Grossen Applaus für dich. Bestzeit in der Show 5 von Ninja Warriors Switzerland.
Was ist das bitte für eine Vorrunde gewesen von Show 5 von Ninja Warrior Switzerland? Der Simon Lauber kommt mit einer Bestzeit von 1 Minute 46 über die ersten 6 Hindernisse. Uns gönnt damit die Vorrunde vor dem Arthur Schreiber, dem Dino Leon Raul Waltenspiel und dem Patrick Sonderegger. Und auch wenn er schon gemeint hat, es lange nicht, es lange doch auch noch knapp für unseren Flash Ninja, den Noah Häfliger. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Parkour. Das heisst, es gibt 5 Hindernisse, die darüber entscheiden, wer heute Abend in die grosse Finalshow einzieht. Das heisst aber auch 10 Athleten und nur 5 Plätze fürs Finale. Das garantiert sicher 1 Drama pur und beste Unterhaltung für euch daheim. Von dem kann man definitiv ausgehen. Das Prozedere ab da ist das altbekannte, vor allem für euch, unser Ninja Warrior Switzerland Stammpublikum. Wenn es mehr als 5 Athleten bis zum Basel schaffen, ohne nass zu werden, dann entscheidet die Zeit, die sie bis dahin gebraucht haben. Schaffen sie weniger, kommt es darauf an, wie schnell sie wie weit gekommen sind. Und so sieht der Parkour aus. An dem Kaderstab geht es um Geschwindigkeit und Orientierung. Gumpi Ballbruck fordert den Gleichgewichtssinn raus. Schwungvoll warten dann die schwingenden Räder. Vom Ninja Warrior Klassiker Himmelsleiter geht es über zu den fliegenden Kübel. Dann wartet nur noch Chemie. Auch da ist die richtige Technik entscheidend. Und auch heute wird nach der Vorrunde in umgekehrter Reihenfolge im Bart gestartet. Mit der Finalqualifikation und der Suche nach den letzten 5 Finalisten. Noah Häfliger. Ich habe immer noch Power, also bin parat. Passer wäre schon geil. Und es ist eine Wahnsinnsstimmung hier im Hallenstadion Zürich. Sind nochmal alle runtergekommen, um das von nahem zu sehen. Die Druckwelle vom Publikum drückt dann über zum Exit. Und dann ist er. Der Noah Häfliger kommt zu dem Gumpiball. Gumpiballbruck, das ist ein Schritt für alle, aber für ihn nicht. Und jetzt kommen die schwingenden Räder. Da ist zum allerersten Mal so richtig viel Griffkraft gefragt. Griffkraft hat er, das beweist er da beim ersten Sprung. Er betreibt Calisthenics, er schafft mit seinem eigenen Körpergewicht und macht das riesig. Der reißt da so einiges. Er ist richtig gut unterwegs, jetzt dann bald bei einer Minute. Und das kurz vor den Himmelsleitern. Himmelsleitern zu den fliegenden Kübeln. Jetzt bin ich gespannt. Hat er die können üben? Ich glaube schon, weil sein grosser Traum ist, einmal einen eigenen Ninja- und Calisthenics-Parkour zu bauen. Er hat mir gerade vorhin verraten, er baut den sowieso in 3 Monaten geht er auf. Okay, das ist eine Ansage. Und das auch. Kleine Fehler kann man korrigieren, kein Problem. Ja, Noah! Ninja-mäßig. Der hat Biss! Und da macht er eine fette Arschbombe in unserem Pool. Ui, da hat er nicht eingehängt. Das war das Problem. Er hat das Gefühl gehabt, er ist schon drin. Aber das war eben nicht der Fall. Die Stangen nicht in der Verankerung und so reißt er nachher runter. Keine Chance mehr. Aber ist er drin gewesen? Im Becken? Im Becken war er drin gewesen, aber nicht dort, wo er hätte sollen. Ah, ja, klar. Ja, Noah, ich habe ein bisschen Déjà-vu. Wir haben uns heute schon mal verabschiedet in der Vorrunde. Reift daneben und hat dann nicht mehr Kraft, um mit der linken Hand festzuheben. Flüchtigkeitsfehler. Schade, Noah. Schade. Dann hast du es doch noch in die Finalqualifikation geschafft. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, schon wieder verabschieden. Ausgerechnet bei den Himmelsleitern. Was ist passiert? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, es ist so schnell gegangen. Du willst ja deinen eigenen Parkour bauen, in 3 Monaten geht drauf. Was kannst du für Erfahrungen mitnehmen? Was hast du jetzt heute hier gelernt? Also, ich wollte eben meinen eigenen Parkour aufbauen, um mich besser vorbereiten für die Show und eine Community zu schaffen. Was hat es eigentlich mit dem Flash Ninja noch auf sich? Also, ich bin auch gelehrter Elektriker. Darum. Meine Motivation ist, nicht nochmal ins Wasser fallen, sondern jetzt zeigen, dass ich auch trocken durch den Parkour kann und auch trocken heim kann. 18 ist der Dominik Meister, hat in der Vorrunde zu dieser Finalqualifikation bewiesen, dass er etwas auf dem Kasten hat. Und der will jetzt dieser Finalqualifikation wirklich
den Meister zeigen. Richtig gut unterwegs, schnell unterwegs, sicher unterwegs. Dominik, meisterhaft. Und das sehr hoch bei uns in den Mikado-Stäben. Also das ist definitiv wahnsinnig gut gemacht worden. Jetzt bin ich gespannt. Hat er das Gleichgewicht, um über die Dumpe Ballbruch zu kommen? Hat er. Hat er so etwas von richtig easy, hat das ausgesehen. Easy, ganz locker für ihn. Und da lässt er sich kurz Zeit. Wenn man in dieser Finalqualifikation Zeit verliert, heisst das auch, dass man weit muss kommen. Schau mal, der schwingt. Wow, mit dem Kopf drauf an die Latte getatscht. Flieg, und zwar richtig schön in Richtung Himmelsleitern. Wow, das ist richtig stark. Und jetzt muss er noch einmal alle Bauchmuskeln aktivieren, Griffkraft noch ein bisschen durchheben. Bauchmuskeln braucht er da extrem zum Bein hochbekommen. So bekommt der Schwung. Oh, das sieht nicht gut aus im Moment. So viel Kraft. So viel Saft. Doch, und ein perfekter Exit. Er schafft das. Aber Himmelsleiter nachher zu den fliegenden Körper. Der Dominik, ein Geräteturner. Und das macht er nicht wenig, an seinen Oberämt zu beurteilen. Schnauft durch, konzentriert sich. Das macht er richtig, der 18-Jährige. Wir wünschen ihm viel Glück. Stairway to Heaven. Nein! 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 Boah, schwer enttäuschen, der arme Dominik. Aber Maximilian, er ist noch nicht sicher draus. Also, nein, das ist hoffentlich, nicht. Die stirbt ja bekanntlich immer zuletzt. Schon ein bisschen enttäuscht. Schau mal, der schlägt zuerst mit dem Kopf an und... Oh! Oh! Das muss wehtun, Mann! Hätte mehr können. Vor allem eben Himmelsleiter ist jetzt ein Hindernis, das ich geübt habe und eigentlich nicht jetzt Angst davor gehabt im Parkour. Das wird sehr knapp für das Finale von Ninja Warrior Switzerland, weil ich glaube, es kommen noch richtig starke Athleten und die sind heiß, sehr, sehr heiß. Die 8 Besten aus der Vorrunde. Der Nocole ist 27, Lokalmatador aus Zürich. Rote Hose, roter Teppich, rote Gumpibälle. Das kann nur gut gehen. Oi! Mit einem Seitwärtsalter schafft es Nocole. Ein Körper wie ein Gladiator und ein Kopf wie ein Ninja. Und das zählt da an den schwingenden Rädern. Wieder Bruce Lee geht tief in sich hier. Konzentration für die drehenden Räder. Es ist laut im Hallenstadion. Es geht aber auch um den Finaleinzug. Die letzten 5 Kandidaten sind gesucht. Ah, da reisst er richtig mit. Die Beine gehen auf, es gibt viel Schwung. Schafft sehr er. Schön. Eine menschliche Biberfalle. Es ist wirklich unglaublich. Jetzt noch ein Sprung und nachher noch ein richtiger Schwung. Yes! Okay. Hebt sich da noch, aber er beißt. Es fängt, glaube ich, langsam so ein bisschen an zu brennen. Langsam, es tut weh, es brennt. Und yes, der Exit schafft er, aber nachher geht es leider nicht mehr weiter für den Nocole. Ich glaube immer, dass er den Exit schafft. Er muss das Bein lang oben halten. Das schafft er nicht. Schafft er gegen den Weg vom Rad. Bam! Oh, wow, wow, Kopf vorauf auf die Matte. Und das heisst, wenn er da die Himmelsleiter raufkommt, es tut alles weh, das zeigt er uns, dass wenn er raufkommt, die Himmelsleiter, dann nachher ist er ziemlich näher. Ich würde sagen, mit einem Bein im Finale. Wenn er raufkommt, lieber Maximilian, dürfte du für ein Jahr mein Auto fahren. Das wollte ich lieber nicht. Aha. Aber gut, vielmals. Bitte. Hat der Mann noch Kraft? Irgendwo in seinem Körper Reserve, die er kann mobilisieren kann? In seinem kleinen Zeichen, aber das bringt ihm momentan nicht viel. Wow. Ja, nein! Ja, 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 ja. Da ist es wirklich vorbei. Da übersäuert alles, es blockiert alles. Kann es nicht mehr heben und dann heisst es Abflug. Der Lauf. Everybody was Kung Fu fighting. Look at the Bruce Lee exit. Oh yeah. Ist mega geil gsi. Back! In dem Moment ist er safe dort, aber eben jetzt anschliessend verliert er viel zu viel Kraft. Wie hebst du dich dort? Ich meine, ich könnte jahrelang trainieren, jahrzehntelang und dann wäre ich nicht zahlt. Ich glaube, da hebst du dich fest, wie der Donald Trump sich an seinem Amt festhebt. Nein, du
siehst aus wie der perfekte Ninja. Wir hätten dich unglaublich gern im Finale gehabt. Der Chris hat gesagt, du hättest gar nicht so viel trainiert für den Parkour. Wie kommt das? Ich bin einfach ein bisschen joggen und ein bisschen mehr Reis gegessen. Wenn du das Preisgeld gewonnen hättest, dann hättest du aber eine Ninja-Schule finanzieren. Wo gibt es denn Ninja-Schulen? Ja, einer öffnet das gerade, ein Kollege, der da mitmacht. Hätte ich da etwas investiert? Also weißt du was, dann hol dir doch noch mal ein Schäleli, weil es ist ja noch nicht ganz klar, ob du es schaffst ins Finale oder nicht. Die Chancen sind also noch vorhanden. Alles klar? Ja, vielen Dank. Und er ist einer, der sich da mit Reis stärkt. Und in dem Fall kann man eigentlich fast sagen, Chris Bachmann, seine 100'000 Franken, wenn er sie gewinnen würde, wären nicht Preisgeld, sondern es wäre Reisgeld. Luca Gallmann, der Mann mit der Hose. Im Parkour hangelt sich jetzt da durch die Mikado-Stäbe. Weltweit der einzige Ninja, der sich zweimal getraut, mit so Hosen anzutreten. Einmal heute vorher in der Vorrunde und jetzt auch noch in der Finalquali. Ich habe schon das Gefühl, dass ich so zu den besseren 5 gehöre. Aber vielleicht überschätze ich mich da. Hosen hin oder her. Der Mann meistert das erste Hindernis und das relativ souverän. Hast du ihn gesehen beim Einstieg? Du hast im Yoga sitzt da gehockt, ein bisschen meditiert. Und wenn man das macht, kommt man sicher sehr locker über die Gumpibälle. Da ist man zentriert. Und das alles im Namen der Hose. So, Luca Gallmann, Winterthur, 25, bringt nur 60 Kilo auf die Waage. Das ist jetzt ein Vorteil bei den nächsten 3 Hindernissen. Die schwingende Körbe, jetzt ist die Frage, was passiert da? Die schwingende Körbe. Er fliegt von Korb 1 zu Korb 2. Boah, schau mal, jetzt aber bitte alle Türen zu. Der Mann fliegt da noch da durch. Unglaublich. Mit viel Schwung kommt er, aber jetzt verliert er viel Schwung. Ja, easy, Gott, er muss einfach den Schwung wiederfinden. Er hat noch genug Kraft. Ob er denn genug Kraft hat für die Himmelsleiter, das sehen wir in wenigen Augenblicken. Das sieht sehr konzeptlos aus. Er muss da wirklich Schwung anbringen. Nein! Was? Das erste Mal in dieser Staffel, wo so eine hässliche Hose nass wird. Es ist sehr tricky. Es hat viel mit Feeling zu tun, nicht mit Kraft oder so. Easy. So viel hat gefehlt. Nicht so. Und dann wäre er noch weiter im Wasser gewesen und noch viel deutlicher. Daniel M. Müller aus Lingen, Deutschland. Ram! Ram schnell! Ui. Ja, ist ja noch nicht schwer geworden bis jetzt. Alte, schwingende Räder. Souverän. Ah, sehr schön. Jetzt wieder Schwung holen, das kann er gut. Das braucht richtig viel Präzision, wenn man da sicher landet. Und das schafft er auch da. Jetzt ist die Frage, hat er genug Bauchmuskulatur, um da das schwingende Rad in Schwung zu bringen? Und auch er tut ein bisschen gegenschwingen. Das kriegt er noch hin. Nein, das ist schwierig. Es ist einfach schade, wenn er es schafft oder er verliert so viel Kraft momentan, dass es noch umso schwerer wird bei den Himmelsleitern. Ja, egal, weiter mit Drücken der Tüme. Schüttelt seine Arme nochmal ordentlich aus, bevor es dann an die Himmelsleiter geht. Er weiss natürlich, dass es nicht mehr richtig viel Tempo braucht, dass es da ins Finale schafft, sondern nur noch gute Himmelsleiter. Und er wartet so lange, der Tunnel spielt definitiv auf Zeit. Überspringt den Lücken! Der überspringt den Lücken. Du bist ein Biest. Das ist Ninja. Und zwar auf höchstem Niveau. Auf allerhöchstem Niveau. Fixierte Reckstange. Und jetzt über zum ersten Kübel. Das packt er. Gang aber. An den Fingerknüppi gehabt. Unglaublich. Und jetzt Achtung. Oh, reiss drei, das Ding. 3, 2, 1. Flieg. Nein, da hat er einiges zu wenig Schwung, das lange nie. Aber das ist sein Applaus mit 2,25 am zweiten fliegenden Korb. Das ist eine gute Vorlage. Ich glaube, den sehen wir im Finale wieder. Da überspringt er, zumindest mit der linken Seite, ein so ein Slot, wo die Stange reingehört und kann das nachher souverän ausgleichen. Ich meine, da muss man nicht viel sagen, der Mann, der hat etwas drauf. Und der Gap, den er da muss überspringen, der ist brutal. Schau mal auf das Gesicht. Ah, reißt und kämpft, und es tut weh. Und dann der Lösungskaltebad im Pool.
Da wird jetzt I Believe I Can Fly passen. I believe I can fly. In the water. Patrick Sonderegger aus Oberbüren, St. Gallen. Wenn ich das Sixpack anschaue, viel Olma-Bratwürst hat er noch nicht verdrückt. Ich würde sagen, er ist ein klassisches Handmodel. Ja. Steigt ganz hoch ein, Chris, aber richtig hoch. Und er ist sehr, sehr schnell beim roten Teppich. Sehr schnell. Er geht auf Zeit. Ja, wenn das sehr so gut kommt. Was macht Schaut er da? Schnell, verliert wenig Zeit. Er will schnell durch den Parkour, das sieht man. Ui, da. Der nimmt richtig Schwung auf. Schau mal, viel schneller geht's gar nicht. Der zweite schaffst. Boom, okay. Dreht auch. Und jetzt den Schwung nochmal aufbauen für den Exit, das schafft er locker. Doch. Da hat er einen richtig guten Schwung aufnehmen, denn dass er da raufgeht. Oh, und der springt. Sehr schön. Okay, jetzt wird es spannend. Wenn er an den zweiten Korb kommt, an den zweiten fliegenden Korb, dann ist er sicher im Finale. Wenn er den greift, dann ist er dabei. Jetzt wird es spannend. Sonderegger. So, jetzt beißt noch einmal richtig auf die Zähne, Patrick. Sonder um die Ecke, Sonderegger. Jawohl! Zweimal! Drüber! Easy peasy! Und jetzt geht's an den ersten fliegende Korb. Wie gesagt, wenn er den zweiten im Griff hat, dann ist er fix im Finale von Ninja Warrior Switzerland, der erste Staffel. Ein Key-Moment. Achtung! Fliegende Kippel! Der schafft er in dem Moment nicht. Ihr seht, der Mann bringt viel Ninja-Warrior-Erfahrung mit. Schon dabei in Deutschland im 16., 17. und auch in diesem Jahr. Boah, schau mal, wie der Körper schafft. Und jetzt schlägt er hinten sogar noch an, weil er so viel Tempo aufnimmt mit dem Schwung. Und da fliegt er fast in unseren Kameramann rein. Der lebt gefährlich dort. Die erste Mal braucht er gar nicht, landet direkt auf den zweiten. Das war für ihn gar kein Thema, oder? Das hat er jetzt am Morgen gemacht. Und jetzt hat er zwar genug Schwung und Schwung, aber ein schwerer Körper, so viel Muskeln muss man auch zuerst mal aufhören können, oder? Ja, Patrick, zwischen den zwei Kübeln sind 2,25 Meter. Das ist ein riesen Abstand, das sieht man zuhause vielleicht gar nicht. Das ist wirklich schwierig, auch für einen Profi wie dich. Du bist schon diverse Mal bei Ninja Warrior Germany gewesen. Bist extra auf Deutschland gereist. Wie hast du reagiert, als du gehört hast, dass es jetzt endlich in deinem zuhause Ninja Warrior gibt? Ich denke, da muss ich mich definitiv anmelden. Und wie findest du den Parkour bei uns im Vergleich zu Deutschland? Super cool gemacht. Alle Hindernisse machen Spass. Gerade auch die Sprünge sind super lässig. Natürlich sehr ärgerlich bin ich runter. Aber das ist das Leben. Und vielleicht klappt es ja auch mit Ninja Warrior Switzerland, weil du bist der erste gesetzte Finalist. Okay, ganz cool. Ich freue mich auf dich im Finale. Und dann zeigst du es der Schweiz. Wir versuchen es. Es wird alles geben. Er ist der erste gesetzte Finalist von dieser Show 5. Das heisst, insgesamt sind noch 4 Plätze im Finale frei. In Führung aber also zu dem Zeitpunkt der Patrick Sonderegger, zittern müssen der Daniel Müller, der Noah Häfliger, der Dominik Meister und der Ngoc Kolé. Beim Sportmachen ist ja die Regeneration extrem wichtig. Und darum geben wir euren Athleten zuhause jetzt Möglichkeiten dazu. Und gönnen könnt ihr auch noch etwas. Ninja Warrior Switzerland wird präsentiert von Seat mit dem neuen Narona. Do your thing. BWT, bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT, Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness und Ochsner Sports. Willkommen zurück. Die Suche nach dem besten Ninja im Land geht weiter. Raoul Waltenspiel kommt aus Niederlande aus dem Aargau, ist 25, 70 Kilo leicht. Und Maximilian, nur mal ganz schnell, wenn der den Gumpi-Ballbruch schafft, dann haben wir den ersten hier oben im Chemie, 100%. Du meinst, das ist seine grösste Sorge. Also, mein Kaderstab, das sieht so aus, als würde das leicht bodigen, so richtig leicht. Hat da kein grosses Problem, aber ist weit unten. Und jetzt wird das zum Problem. Nein, das schafft er. Wenn er dort drüber kommt, ist er im Chemie zu oberst auf dem Buzzer. Und das schafft er. Und du sagst, jetzt geht er ins Chemie auf und kommt somit ins Finale. Das ist für ihn alles Piece of Cake. Weil der Mann ist Speed-Schweizer Meister.
im Bund. Oh. Wow, schau mal, der reißt fast das Rad von der Decke hey. Runter. Hallo! Das ist eine Ansage. Der will es wissen, er will schnell durch, er macht da nichts lang auf Zeit. Ja, jetzt das mit dem Schwingen, oh, oder? Das kann man besser so machen. Schwierig. Weil er verliert Kraft. Und ich revidiere meine Aussage immer noch nicht, er verliert so viel Kraft. Nein, nein, der geht da baden. Nichts ist, schau jetzt, jetzt. Jetzt muss er abspringen. Ui! Raul ist nicht einfach ein guter Kletterer, nein, der ist ein hervorragender Kletterer und darum der erste hier am Wasser im Training. Du deutest seine Körpersprache total falsch. Er schüttelt selber den Kopf, er weiss, es ist keine Kraft mehr in diesen Armen, in diesen Fingern, in dem Kopf, kein Wille mehr. Ich glaube, er kommt nicht bis ganz rüber. Ich muss gar nicht zuschauen, ich weiss es, mein Bauch weiss es. Jetzt zieht das Publikum dafür richtig hier im Hallenstadion, lässt sich viel Zeit. Yes! Und der Letzte. Ja. Yeah. Okay, jetzt wird es richtig spannend. Und jetzt? Er könnte einfach überlängen, aber er will pumpen. Gut. Das ist vielleicht ist das Training für den zweiten Sprung. Nein, das, wenn der das jetzt... Oh. Nein! Oh. Raoul, ein Königreich für deine Gedanken. Was denkst du? Ja, wäre sicher auch mitgegangen, definitiv. Ich wollte jetzt weiter vorne rutschen, aber ich meinte, dann ist es weniger weit zum Gumpen. Aber dann bin ich schon abgerutscht. Eben, eigentlich wäre Zeit deine Stärke. Du bist einer der schnellsten Speedkletterer. Das hat jetzt da nicht so eine Rolle gespielt, leider für dich. Es gibt jetzt eine kleine Zitterpartie. Wir wissen noch nicht genau, ob du ins Finale einziehst. Jetzt kommt es noch ein bisschen darauf an, was die anderen Athleten machen. Aktuell bist du aber Dritte. Also von dem her kannst du noch hoffen, es wird unglaublich spannend. Die Motivation ist riesig, jetzt bin ich schon so weit gekommen, wie ich noch weiterkommen. Dino Lyons und der will definitiv hier auf dem Mount mit Oriama. Ich denke, wenn es gut läuft und ein bisschen Glück dabei ist, kann sich schaffen. Ich hoffe es, ich gebe alles. Ein Naturmensch, ein Zimmermann, ein Baumkletterer. Und das ist so ein bisschen Baumklettern, oder? Ja, Liane, ja. Also, das hat er im Griff. Ja, es ist super, das Publikum. Der Krach, was macht, Unterstützung, geht einem schon noch ein bisschen weiter. Jetzt geht es um Geschwindigkeit und Geschicklichkeit. Uiuiui! Gerade noch mal gut gegangen für Dino Lyons. Das war ein bisschen wie beim Sportreiten. Und jetzt an die schwingenden Räder. Oh, gerade noch einen Griff, sehr tief geflogen. Ein Tiefflüger. Kann er den Schwung? Nein, kann nicht. Und das ist einfach nur blöd. Der Dino Lyons ist jetzt definitiv draussen. Hat es leider nicht geschafft. Und wir haben noch zwei offene Finalplätze für das Grande Finale. Der Arthur Schreiber aus Deutschland schreibt jetzt Ninja Warrior Geschichte. Er sieht nicht aus wie ein Ninja, eher wie ein Nerd. Aber schau mal, wie schnell bitte ist der durch den ganzen Mikado-Salator? Und ich sage dir eins, wenn die Brühe runtergeht ins Wasser, dann ist er durst. Das heisst, er muss unbedingt aufpassen, dass es nicht übertreibt mit der Geschwindigkeit. Oh, der Mann, der kann das. Ich sage dir etwas, er hat zwei gebrochene Rippen schon gehabt und eine Schädelfraktur am Hinterkopf. Und auch das hat ihn nicht abgehalten, einen richtigen Ninja Warrior zu sein. Okay, souverän. Beim ersten schwingenden Rad. Der nimmt Schwung mit. Und beim letzten, das hebt er. Er bringt zum Glück nur 67 Kilo auf die Waage, das hilft ihm dort. Und jetzt verdreht er sich. Was macht er da? Oh, wow. Das haben wir so noch nie gesehen. Das ist grosses Ninja. Spider-Man, jetzt hier drauf. Für den Spider-Man wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Problem. Der kommt in das Kamio rum. Wir haben einen im Kamio. Alles gut, alles gut. Und jetzt über.
Mit 1,72 ist er nicht der Größte, aber schau mal, wie es da reisst. Der schafft das. Fliegt rein! Schau mal, Standing Ovation, links und rechts. Ich glaube, der ist verkleidet. Der sieht in Wirklichkeit ganz anders aus. Schau mal, wie der aussieht. Arthur, du Maschine. Arthur, du Maschine. Arthur, King Arthur, the 22nd. King Arthur oben auf Seeweiger, Sammy. Mann, das ist sein einziger Schlossdank. Das ist der absolute Knüller. Unser King Arthur, der König der Herzen. Du bist eindeutig der Lieblingsathlet. Du bist unglaublich. Vielen, vielen Dank für diese tolle Geschichte. Wir alle gönnen dir diesen Erfolg von Herzen. Wie geht es dir? Mega geil, richtig cooles Gefühl. Ich danke für diese ganze Unterstützung hier aus dem Pool. Sehr geiles Publikum. Ihr wart mega. Ihr habt mich so gut unterstützt. Danke an meine Begleitung. We are Sun! Arthur, wir lieben dich! Was für ein Siebensieg! Kleiner Mann, ganz groß! Genau in der Mitte von jedem Gumpiball. Ich meine, die Kontrolle muss man haben, das mit irgendwie 6 Dioptrien. Und das ist die königliche Finger. Der Seitwärtsschwung. Nein, das ist der Arthur-Schwung. Und Arthur bekommt einen Ehrenplatz in meinem Herz. Schau mal das an. Der Mann ist ein kleines Monster. Und er lacht uns einfach nur gut. Schau mal das an. Du hast es verdient, Arthur. Gleich meine Spargeln, aber zähl meine Turnschuhe. Das ist erst Finalqualifikation. Stell dir mal vor, wie das wird im Finale. Nächste Woche. Sie spielen alle. Simon Lauber aus Frutigen, der schnellste Beste der Vorrunde. Was für ein Schauspiel. Meine Chance, für ins Finale zu kommen, schätze ich ziemlich gut ein, wenn ein bisschen Glück dabei ist. Ein Telemark-Schritt mit drin. Dann die schwingenden Räder, kein Problem. Der Flughelfer von Frutigen, jetzt an den schwingenden Rädern. Oh no. Nummer 1 ist abgehackt, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Schwung wieder aufbauen. Nummer 2. Er ist konzentriert, er weiß, wo er einfliegen will. Oh, was macht denn der jetzt? Wieso? Jetzt. Hat aber fast den Grip verloren. Und vor allem ein bisschen Kraft. Und ich bald Stimme. Es ist unglaublich. Und ich bald den Verstand im Fall. Simon Lauber fliegt jetzt auf die Matte. Flieg jetzt! Safe drauf und jetzt kommt Himmelsleiter. Und wenn er da nicht viel Zeit verliert, dann ist er schon bald mit einem beziehungsweise schon mit beiden Beinen im Finale. Konzentration für die Himmelsleiter. Wenn er den Mount Midoriyama knackt, dann spendet er das gesamte Preisgeld. Weil er hat schon alles im Leben. Er bekommt so richtig Unterstützung vom Publikum. Die wollen den Finale sehen und jetzt Konzentration. Volle Konzentration. An dem Hindernis kann so einiges schiefgehen. Und ich sage, in dem Moment, wo es passiert, es kann so einiges schiefgehen und es geht so einiges schief. Simon Lauber nicht im Finale. From Hero to Zero. Aber hey, wir haben ja schon einen König. Der neue König Arthur. Ich glaube, er wird aufgenommen bei uns. In den Ninja Warrior Switzerland Annalen. Und dann haben wir nochmal eine Wundergeschichte neben King Arthur.
Und zwar die Geschichte von Noah Häfliger, in der Vorrunde gestorben. In der Finalqualifikation gestorben. Und er qualifiziert sich als Fünfter und Letzter ins Grande Finale. Grosser Sieger also unser King Arthur, Arthur Schreiber vor dem Patrick Sonderegger, Daniel Müller, Raoul Waltenspiel und eben unserem Stehaufmännchen, Noah Häfliger. Wunderschöne Magic Moments haben wir erlebt heute Abend und jetzt kennen wir sie also, die letzten 5 Finalisten von Ninja Warriors Switzerland. Damit haben wir alle 25 Finalisten gefunden. Das Grande Finale ist komplett. Und das seht ihr nächste Woche hier bei uns bei TV24. Und eigentlich nach dieser Show ist es selbsterklärend, das dürft ihr auf gar, aber auf gar keinen Fall verpassen. Also bis in einer Woche. Tschüss aus dem Hallenstadion. Und vergesst nie, in jedem von euch steckt ein Ninja. Switzerland wurde präsentiert von Seat mit dem neuen Arona. Do your thing. BWT, bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT, Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness und Ochsner Sports.